Halli, hallo, hallöle, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin heute unterwegs am Rheinspitz, beziehungsweise Rheinspitz, da bin ich jetzt hin. Und zu meiner Linken ist der alte Rhein, wo dann quasi in den Bodensee mündet. Und heute habe ich so ein bisschen das Thema mitgebracht, ja, kreative Auslebung mit Ergebnis offen. Ich möchte verschiedene Belichtungsreihen machen mit manuellem Fokussieren. Wie viel ich fokussiere, weiß ich noch nicht. Vielleicht dreimal im Vordergrund, zweimal Mittelgrund, dreimal Hintergrund. Keine Ahnung, das weiß ich jetzt alles noch nicht. Und ich weiß auch noch nicht, wie das Ergebnis am Ende werden wird. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Es könnte Probleme geben mit den Wellen am Bodensee. Wenn das sich alles so ein bisschen überlappt, sieht es am Ende des Tages vielleicht wirklich scheiße aus. Aber all das möchte ich heute einfach mal versuchen. Möglichst vielleicht 5 Aufnahmen oder mehr, die dann später in Lightroom zusammenbauen. Und darum soll es heute gehen. Also auf geht's, es bleibt spannend und ich bin gespannt, was es am Ende dann tatsächlich wird. Vielleicht ist es auch ein kompletter Reinfall. Der Rhein. Ja, und wir haben jetzt dann auch ein bisschen Zeit, einfach mal so ein bisschen frei aus der Seele zu labern. Es gab in letzter Zeit ein paar wenige Videos von mir, wo ich mal wieder Fotowalks gemacht habe, unterwegs in der Landschaft, in der Natur war. Hat zum einen den Hintergrund, weil mir natürlich die Zeit gefehlt hat. Ich betreibe das Ganze auch nur nebengewerblich, sprich nebengewerblich betreibe ich die Fotografie hauptsächlich für Menschen, für People etc. pp. Wo hin und wieder mal ein Auftrag reinkommt. Es gibt Monate, da ist es vielleicht einer oder zwei, aber dann gibt es auch Monate, da ist es vielleicht auch wirklich gar keiner. 0,0. Und ja, es ist ein Draufzahlgeschäft. Durch mein Studio jetzt ist es noch mehr ein Draufzahlgeschäft. Aber ich sage mir ganz einfach, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und ich möchte es einfach probieren. Und von daher hat mir einfach schlichtweg die letzte Zeit, auch mit der Familie noch im Hintergrund und dem Hauptjob, den ich ja natürlich noch habe, ansonsten kommt das Geld ja nirgendwo rein, ja, so ein Stück weit die Zeit gefehlt, um mal richtige Tutorials zu drehen oder auch mal wieder so ein Fotowalk, wie es heute, ein ganz kleiner Fotowalk, einfach aufzunehmen. Stein des Anstoßes war schlichtweg, ich fotografiere jetzt ungefähr seit 3 Jahren wieder, habe die Fotografie quasi für mich neu entdeckt und ganz zu Anfang war allerdings wirklich nochmal wirklich sehr, sehr spannend. Ich bin von der Nikon D50 rüber gewechselt auf eine Vollformatkamera, auf die Sony A7 IV. Und das sind natürlich Welten. Das sind Welten. Wenn man auf einmal ein fertiges Bild in der Kamera sieht, das ist einfach nur verrückt. Und im Grunde genommen hat es ja eigentlich nichts mehr mit Fotografie zu tun. Es hat, ist schon Fotografie und nicht, dass jetzt gleich ein Shitstorm auf mich hereinbricht. Aber es ist alles viel, viel leichter geworden. Das muss man doch schon mal zugeben. Und so im Laufe der Zeit, so in den vergangenen 3 Jahren, hat sich einfach auch meine Fotografie weiterentwickelt und auch meine Interessen und mein Fokus weiterentwickelt. Der Fokus ging verstärkt auf die People-Fotografie, weil mich das Thema einfach ja, wahnsinnig brennend interessiert. Ich brenne dafür, da gehe ich voll auf, wenn ich einfach Menschen vor mir habe, die ich in ihrem Jetzt, in ihrem jetzigen Moment einfach so ablichten kann, wie sie sind. Das interessiert mich und da habe ich mich auch voll reingesteigert. Natürlich gibt es neben der People-Fotografie auch noch die Landschaft, die mir einfach zum Runterkommen ist. Aber ich verstehe einfach Landschaftsfotografie als private Geschichte mittlerweile für mich persönlich. Und dementsprechend habe ich natürlich auch die Prioritäten gesetzt und gesagt, okay, ja, ich muss jetzt nicht mehr jedes Stöckchen fotografieren. Ich muss auch nicht mehr jedes Blümchen im Makro fotografieren. Ich muss auch nicht mehr jeden Wald fotografieren. Das sind alles schöne Dinge. Keine Frage. Aber bei mir persönlich hat sich einfach der Fokus so ein bisschen Richtung People-Fotografie gelegt. Und daher gab es wahrscheinlich auch das ein oder andere Video weniger. Sorry, wenn es jetzt hier so ein bisschen wackelt. Die Sony E10 ist jetzt nicht wirklich die beste Vlogging-Kamera. Aber ich hoffe bald auf die Mark II. Vielleicht hat er die einen mächtigen Stabilisierer mal drin. Genau. Also Hintergrund der ganzen Geschichte ist, ich möchte das Ganze einfach spannend halten. Und selbst wenn ich im manuellen Modus immer fotografiere und das Belichtungsdreieck wahrscheinlich im Schlaf kann, irgendwann wird es einfach uninteressant.
zumindest für mich. Und da muss man sich einfach neue Reize setzen, neue Akzente setzen, sei es in der Technik oder sei es in sonst irgendwas, in der Kreativität. Und genau das ist das Thema heute. Ich möchte es einfach mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es funktioniert und ob das überhaupt vielleicht ein kompletter Schwachsinn ist, was ich mache. Aber das werde ich dann wahrscheinlich nachher am Schreibtisch sehen, ob es sich rentiert hat oder nicht. Also zu meiner Idee nochmal. Ich möchte ein Bild aufnehmen mit verschiedenen Belichtungsreihen. Immer fokussiert bzw. belichtet auf den Vordergrund, auf den Mittelgrund oder auf den Himmel, dass immer irgendetwas richtig belichtet ist. Weil wie wir ja alle wissen, der Dynamikumfang ist zwar ja mega cool und ich kann in der Software nachhinein alles rausziehen, aber der Dynamikumfang selbst von der Vollformatkamera ist nicht so gut wie das Auge. Das Auge hat den besten Dynamikumfang, den es überhaupt gibt, und natürlich Handys mit ihrer Software. Wahrscheinlich kommen wir da alle irgendwann mal nochmal hin, dass selbst Vollformatkameras das Auge dann irgendwann mal überholt mit Software und Co. Aber da sind wir noch nicht. Da sind wir auch vielleicht die nächsten 2 Jahre noch nicht. Naja, okay, vielleicht. Also das soll es für der Anni werden. Ich möchte verschiedene Aufnahmen machen. Gleicher Standpunkt, gleiches Motiv. Verschiedene Fokussierpunkte. Alles manuell anfokussiert mit dem Objektiv. Und das ist heute das Thema. Und währenddessen wir hier so viel gelabert und gesprochen haben, glaube ich habe mich verlaufen. Nein, da vorne ist der See, den ihr jetzt hier so sehen könnt. Und wie gesagt, die E10 ist nicht die beste Vlogging-Kamera. Also sorry für die Verwacklungen. Ich habe auch nichts weiter dabei. Steady Shot ist an, aber das ist nicht der beste. Okay, ich habe jetzt noch ungefähr 1,5 Stunden Zeit, bis es dann zum Sonnenuntergang geht. Und jetzt baue ich erstmal auf, suche mir ein Motiv. Ja, und dann habe ich mich auch schon mal hier positioniert. Das ging jetzt doch recht flott. Ich habe mir den Bildausschnitt jetzt hier schon mal gewählt. Ich befinde mich jetzt quasi genau am alten Rhein, der sich da gerade so Richtung Sonne befindet. Deswegen filme ich auch von hier, ansonsten würdet ihr mich wahrscheinlich gar nicht sehen. Also der alte Rhein, der fließt jetzt hier schön von meiner rechten Rhein. Und vor mir befindet sich ein schöner alter Baum im Wasser auf einer Insel. Für diejenigen unter euch, die am Bodensee wohnen, die werden den Fleckchen oder das Fleckchen hier kennen. Auf jeden Fall ist es definitiv ein Fotografen-Eldorado. Aber nichtsdestotrotz, lass uns mal auf den Bildschirm schauen. Du siehst jetzt hier quasi meinen Bildausschnitt. Und jetzt erstmal ganz salopp zu meiner Idee. Also, mal ganz kurz zum Bildausschnitt. Der Baum ist oben im rechten Drittel, schneidet sich ganz schön. Man sieht es jetzt hier vielleicht ein bisschen schlecht. Aber auf der rechten Achse, genau im Drittel, befindet sich so ein schöner kleiner Baum. Ich kann vielleicht mal ein bisschen ranzoomen. Baum ist jetzt übertrieben. Aber so ein schöner kleiner Ast hier. Na, wo ist er? Ja, hier irgendwo. Man sieht ihn nachher noch mal besser. Da fokussiere ich nachher noch mal besser hin. Hier, genau. Hier sieht man jetzt vielleicht. Jetzt ist er schön anfokussiert. Vielleicht mal noch mal ein bisschen mit der Belichtung spielen, dass man den schön ausbelichtet. Aber der ist eben, wie gesagt, auf der rechten Achse. So, kurz zu meinen Einstellungen. Ich habe gewählt, halt, mittlerer Spot ist falsch. Ich wähle auf jeden Fall die Belichtungsmessung komplett. Aber was habe ich noch gewählt? Ich wähle das Messfeld, habe ich auf, beziehungsweise das Fokusfeld habe ich auf Spot Single, also Spot S. Komplett, also den ganz kleinen, den man jetzt hier so umeinander fahren sieht. Ja? Und wenn du jetzt darauf achtest, jetzt gehe ich mal so Richtung Sonne. Hier siehst du jetzt, ja, ist anscheinend richtig belichtet, aber die Flecken sind oben ausgebrannt. Also auf die Belichtungsmessung braucht man auch nicht immer so zu schauen. Hier siehst du jetzt zum Beispiel, sind es minus 0,3, da ist es jetzt ein bisschen zu dunkel. Wenn ich jetzt weiter runter gehe, auf den schwarzen Stein sind es minus 0,7, also auch wieder viel, viel zu dunkel. Und das sind jetzt all die Dinge, die ich jetzt versuchen möchte, wirklich mit mehreren Bildern alle übereinander zu legen. Und immer da, wo ich den Fokuspunkt gesetzt habe, werde ich manuell fokussieren, aber auch manuell belichten. Und die Bilder werde ich dann im Anschluss übereinander legen und mal schauen, ob das was wird.
wie gesagt, ob das jetzt ein kompletter Blödsinn ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber wir fangen jetzt erstmal an hier im unteren Bereich. So, hier ist jetzt 0,3. Auf Blende 9 möchte ich eigentlich bleiben. Aber ich werde jetzt mal die Blende so ein bisschen auf 7,1 setzen und die Belichtungszeit, die werde ich mal ein bisschen höher setzen, falsch rum gedreht. So, jetzt haben wir für den Punkt auf jeden Fall mal die richtige Belichtung und jetzt werde ich das Ganze noch mal ein bisschen anfokussieren, auch manuell. Ja, hier sieht man, ich gehe mal ein bisschen aus der Sonne, sieht man, hier ist auf jeden Fall der Schärfepunkt erreicht. So, und hier fangen wir jetzt erstmal an. Ich mache jetzt erstmal ein Bild, dass man quasi sieht, okay, hier will ich anfangen, richtig belichtet, fokussiert. Erster Schuss. Gut, dann geht es weiter. Dann wandern wir mal ein bisschen nach rechts. Ich würde sagen, ja, die Ebene der Schärfe ist ja ungefähr gleich. Also sprich, das müsste jetzt hier auch scharf sein. Da wird sich nicht viel tun von der Ebenenschärfe her. Also wir bleiben auf Blende 7,1. Vielleicht müsste ich da von der Blende ein bisschen was verändern. Hier bleiben wir mal, das sieht auch gut aus. Und jetzt stimmt hier die Belichtung wieder nicht so ein bisschen. Von daher wird es jetzt auch wieder fertig belichtet. Nochmal. Zack, plus 3. Da müssen wir ein bisschen hoch. Jetzt sind wir auf 0. Zack, zweites Bild. Und so weiter und so fort. Jetzt nehme ich dich noch einmal mit auf den Ast hier. So, mal gucken, ob ich den erwische. Der ist ein bisschen eine Schärfeebene weiter oben. Und den fokussieren wir jetzt auch an. Ich möchte nicht den hinteren Ast, sondern ich will genau die Blüte hier vorne. Hier. Die will ich haben. So. Und auch hier werden wir nochmal richtig belichten. Das ist es auch schon. Und zack. Und so arbeite ich mich jetzt quasi Ebene für Ebene nach vorne. So zumindest die Idee. Jetzt will ich noch diese Blüte hier mitnehmen. Wo ist sie? Hier ist die hintere. Hier ist die hintere. Hier. Richtig belichtet ist es. Und zack. Und so werde ich mich jetzt Ebene für Ebene weiter vorarbeiten. Da musst du mir jetzt nicht die ganze Zeit zugucken, keine Sorge. Aber da werde ich mich jetzt mal ein Stück weit vorkämpfen. Und wenn ich dann am Baum vorne angelangt bin, sehen wir uns wieder und erzähle ich dir, wie viele Bilder ich gemacht habe, wenn ich es überhaupt weiß. Okay, und mittlerweile bin ich dann jetzt am Baum angekommen. Ich glaube, ich habe jetzt so roundabout 15 Fokuspunkte gesetzt, glaube ich, also 15 Bilder. Ich bin jetzt mittlerweile hier mit meinem Messfeld hier, ne, auf der Ebene ungefähr ein bisschen unter dem oberen Drittel und fokussiere jetzt nochmal den Baum hier ein bisschen an, beziehungsweise die Baumreihe dort vorne. Die möchte ich jetzt ein bisschen anfokussieren. Wie gesagt, das ist alles Übung hier. Ich habe hier keine Ahnung, was ich gerade mache und wie ich das dann im Anschluss zusammenkriege. Ich stelle mir das ungefähr vor wie ein HDR und ein Bracketing mit mehreren Fokusreihen, aber alles ineinander verwurstelt. Also quasi Belichtung und Fokussierung mit mehreren Bildern in einem. Ob mir das dann nachher gelingt, in Lightroom oder mit irgendeiner Software zusammenzubauen, das weiß ich tatsächlich selber noch nicht. Ich habe mir auch da keine Videos angeguckt oder Tutorials. Ich versuche da jetzt einfach eigenständig reinzufinden. Und jetzt siehst du hier wieder, jetzt schaue ich eben auf die Belichtungswaage unten, finde eben für den Spot hier die richtige Belichtung. Da sind wir noch ein bisschen auf minus 0,7. Also sprich, ich muss vielleicht die Belichtungszeit noch ein bisschen ändern. Ja, hier sind wir auf 0. Auch wenn es oben ein bisschen ausgebrannt ist, scheint. Das passt mir jetzt aber irgendwie nicht so. Ich möchte auf jeden Fall die ausgebrannten Linien weg haben hier. Weil ansonsten stimmt es wahrscheinlich am Ende dann doch nicht. So, dann gehen wir mal rüber. Der Schärfebereich, der liegt hier überall auf der Ebene. Das passt. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen Richtung Himmel. Das soll es, glaube ich, erstmal
gewesen sein von der Seite und zumindest von hier. Ich habe jetzt zig Aufnahmen gemacht, habe sprich, wie gesagt, immer geguckt, dass der Fokus sitzt, dass auch die Belichtung sitzt. Fokus immer selber gezogen und die Belichtung dementsprechend nachgezogen. Habe die Blende immer gleich gelassen und ISO war immer auf 100. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, was am Ende des Tages am Schreibtisch dabei rauskommt. Aber genau das macht es gerade für mich irgendwie spannend. Und soeben noch am See und jetzt schon wieder im Studio am Schnitt. Und wie ich schon gesagt habe, bleibt das Ganze jetzt natürlich sehr, 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 sehr spannend. Wir wechseln aber, um nicht so viel Zeit zu verlieren, direkt mal rüber auf mein Lightroom-Profil. Hier habe ich die ganzen Bilder schon mal hochgeladen und du kannst hier sehen natürlich der Start mit meiner Hand und hier unten das Bild 19, das Ende mit meiner Hand. Und jetzt ist einfach die Idee, okay, was mache ich jetzt überhaupt? Was habe ich im ersten Schritt vorweg schon mal gemacht? Ich habe erstmal alle Bilder markiert. Das war auf jeden Fall mal der allererste Schritt. Habe ich sozusagen markiert, bin dann in die Entwicklungsgeschichte gegangen und habe alle Bilder erstmal von der Farbtemperatur soweitgehend automatisch angepasst. Also ich bin einfach hier, habe alle Bilder markiert und habe die hier automatisiert angepasst. Und was habe ich noch gemacht? Ich habe noch hier unten die Objektivkorrekturen mit reingenommen, sprich die Chrom-Ups habe ich weggemacht und die Profilkorrekturen an sich. Sprich, damit einfach alles nicht verzerrt ist und erstmal gerade, um damit der Software im Endeffekt vielleicht am Ende des Tages die Arbeit ein bisschen leichter zu machen. Gut, ich habe jetzt auf jeden Fall alle Bilder drin und jetzt ist die Frage, wie gehe ich jetzt überhaupt weiter? Und das ist jetzt wirklich ein Ding, weiß ich gerade wirklich selber nicht. Also klar, ich weiß, wie man im Nachhinein Focus Stacking im Nachhinein betreiben kann. Über Lightroom habe ich auch noch mal ein Video drüber gemacht. Das war am Anfang eher schlecht als recht, aber gut, mein Gott, so ist es. Man verbessert sich immer wieder. Ich verlinke dir es trotzdem mal oben dran. Und das wäre jetzt eigentlich auch erstmal der erste Schritt, den ich mir jetzt denke, ob es funktioniert oder wie es funktionieren könnte. Und hier gehe ich jetzt auch wieder bearbeiten in. Also ich bin jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell. Hier Rechtsklick auf das erste Bild, bearbeiten in und dann in Photoshop als Ebenen öffnen. So, das wäre jetzt der erste Weg, den ich jetzt erstmal mir denken würde, okay, könnte vielleicht funktionieren. Ja, die Bilder hat es jetzt alle hier in Photoshop quasi auf eine Ebene geladen, das siehst du jetzt hier unten. Die habe ich mir auch alle schon gesamt markiert. Ich mache es nochmal, ich gehe auf das oberste Bild, drücke die Taste Shift und dann das unterste Bild und dann habe ich quasi alle Bilder als Ebenen erstmal markiert. Wenn die Bilder dann eben alle markiert sind, ist der nächste Schritt, den ich meistens dann beim Stacking mache, und so würde ich jetzt einfach auch mal vorgehen, Ebenen automatisch ausrichten, um einfach zu sehen, okay, hey, passt wirklich alles so ein bisschen mit überein. Es kann natürlich vorkommen, dass sich die Blätter hier im Vordergrund ein bisschen wackeln durch den Wind oder die Wellen. Natürlich, die bewegen sich auch. Von daher mal schauen, was hier die Software so rauskriegt. So, die Software hat fertig gearbeitet, hat ihren Job getan und man sieht jetzt so ein bisschen hier an den Rändern, dass es ja so leicht verschwommen wirkt, überlappt. Wie auch immer, nichtsdestotrotz, das Ganze, das schneiden wir jetzt mal zu, dass es passt. So jetzt auf jeden Fall der Gedanke. Ach, ich mache es jetzt hier mal ein bisschen grobflächig, ist jetzt auch erstmal egal. Das soll jetzt kein Weltmeistertitel werden, hier im Bild bearbeiten. Einmal auf Enter drücken und das Ganze schneidet sich dann quasi wieder zusammen und wird freigestellt. Aber alle Ebenen bleiben nichtsdestotrotz bestehen. So, das Ganze ist jetzt hier dann auch wieder fertig. Habe ich zurechtgeschnitten und der nächste Schritt ist dann quasi bearbeiten, Ebenen automatisch überlappen. Und jetzt bin ich tatsächlich gespannt, was denn da jetzt überhaupt passiert. Okay. Es ist fertig gerendert, sprich die Software hat ihren Job getan und wir schauen mal auf das Bild drauf. Ja, ich weiß nicht, wie man es bezeichnen kann, vielleicht als moderne Kunst oder inspirierend. Ich habe keine Ahnung. Also es sieht witzig aus, aber man kann es natürlich nicht, überhaupt nicht verwenden. Also irgendwo hat er hier irgendwelche komischen Fragmente mit reingerechnet. Ja, das Bild ist scharf. Man sieht schon die Fokuspunkte teilweise. Die Steine sind hier überall scharf, die Blätter sind scharf, der Baum ist hinten scharf, der Himmel ist scharf. Es ist eigentlich alles scharf. Es ist eigentlich, aber was nicht passt, ist die Belichtung.
das kann natürlich die Software jetzt zumindest mit dem Schritt, wie ich es gemacht habe, natürlich irgendwie nicht rausrechnen. Ich weiß auch nicht. Hier ist es ganz hell. Ja, wie gesagt, man könnte es als moderne Kunst bezeichnen, ne? Hier sind die Blätter scharf, aber es ist auch so leicht verschwommen hier an den Spitzen. Also das hat auch nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Schauen wir mal, wie es ausschaut mit dem Baum. Ja, so ganz scharf ist er auch nicht, ne? Scharf, ja. Man könnte fast meinen, es sind irgendwo so chromatische Aberrationen noch ein bisschen mit drin. Also, nee. Geht nicht, passt nicht. Ja, eine Idee habe ich dann tatsächlich noch. Dazu werden wir jetzt nochmal zurück in Lightroom springen. Und zwar folgendermaßen. Bracketing hat jetzt irgendwie nicht funktioniert, beziehungsweise Focus Stacking. Jetzt habe ich ja eigentlich verschiedene HDR-Aufnahmen gemacht mit aber auch verschiedenen Fokuspunkten. Ich weiß ja gar nicht, ob das überhaupt funktioniert. Also wenn da draußen irgendein schlauer Mensch sitzt, der sich sagt, Markus, was machst du da für ein Blödsinn? Geh zurück, mach die Kamera aus und geh nach Hause. Dann erzähl mir bitte, wie es funktioniert. Also wirklich, ich möchte den HDR und ein Fokus-Stacking in einem verarbeiten. Ob das geht, weiß ich eben nicht. Ich probiere einfach gerade nur rum. Wahrscheinlich funktioniert es nicht, aber naja, sei es drum. Ich fange jetzt nochmal an. Es gibt ja auch die Möglichkeit, ein HDR in Photoshop in Pro zusammenzufassen. Vielleicht gibt es da hier irgendwo noch die Möglichkeit, das Ganze so ein bisschen besser zu justieren. Ja, das Ganze jetzt hat tatsächlich ein bisschen gebraucht, bis die Software das Ganze hintereinander verrechnet hat, aber ich habe jetzt hier auf dem Bild ein Ergebnis. Und an für sich kann sich das Ergebnis zumindest Stand jetzt sehen lassen. Also ich bin schon fast begeistert. Ein Stück weit finde ich es geil, ein Stück weit finde ich es irgendwie Schrott, aber weiß ich nicht. Seht vielleicht erst mal selber. Trommelwirbel, ich mach's euch mal auf. Das ist das Bild. Das ist das Bild, was ich jetzt gerade erhalten habe. Ich schau mal, ob ich es ein bisschen größer machen kann. Ja, so. Also man sieht, was man sieht. Man sieht irgendwie hier einen richtig geilen Himmel mit roten Spuren so am Bodensee entlang Richtung Wasser zum Strand. Es ist jetzt nicht wirklich alles suboptimal scharf. Und hier sind irgendwelche komischen Bildfehler drin, diese blauen Punkte hier. Also man kann das Bild definitiv nicht verwenden. Aber irgendwie hat es dann trotzdem was, ne? Man sieht hier ein bisschen Bewegung drin. Und ich habe jetzt hier noch ein bisschen die Möglichkeit, zumindest, was das Bild jetzt mal angeht, nachzujustieren. Also ich könnte die Lichter oder die Tiefen, das Ganze ist ein bisschen dunkel, noch ein bisschen hochziehen. Also ich mache das hier jetzt wirklich zum ersten Mal. Ich habe hier wirklich keinen Plan, was ich hier alles machen kann. Also ich könnte hier die Gamma noch ein bisschen verändern. Das bringt aber nicht viel. Das zerstört eher mehr, als es gut tut. Die Dynamik noch ein bisschen. Also ich will jetzt auch gar nicht zu viel rumspielen. Ich sehe, was ich sehe und irgendwie gefällt es mir nicht. Man könnte es vielleicht als abstrakte Kunst bezeichnen, aber mehr vielleicht auch nicht. Ja, was soll ich dir sagen? Am Ende des Tages bin ich nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Irgendwie war es von mir erwartet, weil ich habe wirklich keine Ahnung gehabt, was ich da mache, was ich da tue. Aber der Ruf geht natürlich an dich, an euch da draußen. Wenn du weißt, wie ich ein HDR mit einem Fokus-Stacking kombinieren kann, mit verschiedenen Belichtungsstufen, wenn das irgendwie geht, bitte, bitte, bitte melde dich. Weil du siehst, die Bilder hier, das war wohl ein Reinfall irgendwie. Hat nicht ganz funktioniert. Aber was habe ich mitgenommen? Ich habe mal wieder fotografiert. Ich war draußen, ich habe ein paar Bilder gemacht und ich fand es an für sich sehr, sehr spannend, einfach mal mich mit dem Thema zu beschäftigen. Es hat jetzt nicht funktioniert, ist aber auch kein Beinbruch. Von daher, lass dich da auch nicht entmutigen. Ich gehe auch immer wieder raus und probiere Dinge. Das soll eigentlich so der Tenor dieses Videos gewesen sein. Von daher,
erstmal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass du dran geblieben bist für diesen wahrscheinlich doch etwas längeren Video. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass einen Daumen, wenn du sagst, Markus, was war das für ein Blödsinn? Daumen runter, aber auch nur dann, wenn du es besser weißt. Bitte zeig mir, wie ich diese zwei Dinge kombinieren kann. Und dann darfst du mir auch den Daumen runter geben, weil das war wirklich Mist. Aber langes Gelaber, ich bin raus für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und auf jeden Fall tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielleicht wieder mit neuen Dingen, die mir so im Kopf rumspringen. Also, ciao, ciao. David Markus, ich bin raus. Tschüss.